Was hast du getan? Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu Days Gone. Wir sind angekommen im Lost Lake und haben hier einiges an Sammelobjekten einzusammeln. Und es hört sich viel an momentan oben in der Ecke, wenn man da sieht, oder besser gesagt unten natürlich. 35 Objekte sind es, aber so viel ist da gar nicht zu tun, denn wir beginnen hier erstmal mit ganz vielen Doppelobjekten. Das bedeutet, wir gehen hier in unser eigenes Haus hinein, dort wo unser Schlafplatz hier im Lager ist, und haben hier schon mal gleich zwei Sammelobjekte beisammen. Und das geht jetzt gleich noch ein paar Mal so, denn wir beginnen hier erstmal im Lager, weil die Charaktere einfach so viele sind, die hier einzusammeln sind, dass ich gedacht habe, gut, das packen wir ganz vorne an den Anfang des Videos, auch wenn hier, jetzt sage ich mal, nicht unbedingt der Start der Map sozusagen ist. Dann habe ich wieder probiert, das Ganze einigermaßen in einer Reihenfolge zu bringen, die für euch angenehm einzusammeln ist. Allerdings gibt es hier diesmal ein paar Sachen, die euch, ja, sage ich mal, storybezogen ein paar kleine Hürden in den Weg legen. Und zwar haben wir gleich das erste Problem, wenn wir gleich in Scissors Haus kommen, dass wir da eventuell nicht reinkommen. Das kann gut möglich sein, dass ihr in das Haus reinkommt zum Beginn der Story, aber halt mittendrin nicht, sondern dann erst wieder ganz zum Ende, also der Story hier im dritten Kapitel sozusagen, meine ich natürlich. Ja, ne? Also wenn ihr das hier fast abgeschlossen habt, dann kommt ihr ins Haus wieder rein. In der Mitte der Story kommt ihr nicht rein. Ich weiß also leider nicht, ob man am Anfang bereits wirklich das Haus aufsuchen konnte oder ob euch hier diese beiden Sammelobjekte wirklich bis fast zum Schluss versperrt bleiben. Aber da es direkt im Lager ist, denke ich mal, sollte das kein allzu großes Problem sein. Dann vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig der Hinweis: Ihr braucht nicht 100% der Sammelobjekte. Ihr müsst haben mehr als 75%. Da es 240 Sammelobjekte gibt, bedeutet das, mindestens 181 braucht ihr. Wenn ihr ja auf alle Fälle meinen Guides bisher gefolgt seid, dann solltet ihr auch ja im Verlaufe hier von Kapitel 3 oder besser gesagt Gebiet 3 auf alle Fälle auch die Trophäe dafür erhalten, dass ihr mehr als 50% der Sammelobjekte bereits beisammen habt. Dann, dann noch ganz wichtig natürlich das Speichern der Sammelobjekte. Ihr müsst danach speichern, oder besser gesagt, also sie sind nicht sofort gespeichert, wie es ja bei vielen Spielen ist, sobald ihr sie aufgehoben habt. Das Spiel speichert selber oft genug zwischendurch, aber wenn ihr jetzt ein Sammelobjekt aufnehmt und sofort danach verreckt, dann müsst ihr es auch nochmal aufnehmen. Das auf alle Fälle, ansonsten halt einfach irgendwie aufsammeln, am Moped kurz schnell speichern, und dann ist das Ganze auch gesichert auf alle Fälle. Wie gesagt, 100% braucht ihr eh nicht zu haben, ne? Und dann haben wir jetzt hier momentan das, wovon ich gerade geredet habe. Dieses Haus hier hinten momentan, ihr seht das vom Storyverlauf her, habe ich hier auch gerade ganz viele Marker, kann ich jetzt endlich betreten, was ich halt die ganze Zeit nicht konnte. Und deswegen, wenn ihr hier nicht reinkommt, wenn da böse Wachen vor der Tür stehen, die euch nicht reinlassen wollen, dann ignoriert das einfach, weil ihr geht später im Storyverlauf, wie ich das hier momentan mache, sowieso in das Haus hinein, aber danach steht es euch dann auch frei zur Verfügung. Generell könnt ihr alle Sammelobjekte auch natürlich holen, wenn ihr das Spiel durch habt. Ihr habt zwischendurch Stellen, wo ihr nicht weiter zurückkommt, da weist euch das Spiel extra darauf hin und sagt, hey, jetzt kommst du nicht weiter, aber wenn ihr dann die Story abgeschlossen habt, dann habt ihr komplett alle Gebiete wieder zur Verfügung und könnt dort alle Sachen holen. So, jetzt sechs Sammelstücke am Stück, und zwar der Gitarrenspieler. Das ist neu, und zwar gibt es das nur hier im Lager. Ich habe mich jetzt hier extra schlafen gelegt. Wenn ihr zum Abend hin schlaft, dann wacht ihr auf um kurz nach 6 und um 19 Uhr fängt der Typ da hinten im Pavillon an, Gitarre zu spielen. Hier nochmal ganz kurz die Karte eingeblendet, also im Lager das Ganze. Da vorne ist hier gleich der Beutehändler, der auf Ohren steht, der gern eure Ohren kauft. Oder besser gesagt, die gesammelten, da ist er. Beute, ne? Seht ihr da? Und hier hinter dieser kleine Pavillon. Da müsst ihr warten bis 19 Uhr. Also wie gesagt, 18.05 Uhr, bis dahin geht das Schlafen, und dann stellt ihr euch hier hin und wartet einfach, bis es 19 Uhr wird. Das dauert so ungefähr 3, maximal 4 Minuten. Ich glaube, es sind wirklich maximal sogar 3 Minuten.
Ich habe das nicht genau gestoppt, aber auf alle Fälle, wenn ihr dann hier, wie gesagt, steht und wartet, ich habe hier gerade momentan ein bisschen flott vorgespult mit achtfacher Geschwindigkeit, dann geht der Junge hier los, nimmt sich die Klampfe und ja, spielt gar nicht so schlechte Lieder. Eins ist sogar deutsch, fand ich ganz, ganz nett auf alle Fälle. Und dann seht ihr hier sofort, sobald ihr den Pavillon betretet, kommt oben die Freischaltung. Das Ganze macht ihr halt 6-mal. Und dann auch ganz wichtig, speichern, ne? Nicht dann einfach das Spiel verlassen, sondern speichern und dann habt ihr die 6 Sammelobjekte auch. So, dann kommen wir zum Hinweisschild. Auch das ist hier noch im Lager. Das bedeutet, wir haben jetzt 50% der Sammelobjekte hier auf der Karte, also fast 50%. Und haben das Lager noch nicht mal verlassen. Also dementsprechend, so schlimm ist es gar nicht. So, jetzt gehen wir oben in die Ecke hinein. Ganz, ganz weit oben in die Ecke hinein. Ich glaube, das ist hier das Ripper-Gebiet. Und da haben wir einmal hier eine Hinweistafel. Die nehmen wir mit. Wie gesagt, diese Hinweistafeln kriegt ihr eigentlich automatisch eingeblendet, wenn ihr alle Camps eingenommen habt, also diese Hinterwaldlager oder so. Dann kriegt ihr ja halt hier das auch angezeigt, wo sich die Hinweisschilder befinden. Nur, jetzt seid ihr sowieso da oben in der Ecke, habt das Lager noch nicht entdeckt und ja, fahrt wieder weg vom Hinweisschild und deswegen habe ich die ja mit im Video untergebracht. So, Tourismus Nummer 12, das war hier im nächsten Lager. Ihr habt eine weitere Tourismusobjekt, ich glaube 14 oder so ist es, das nehmt ihr storybezogen auf. Also da auch gar keine Angst, das wird durch die Story aufgenommen und wir gehen rüber ins nächste Camp. Auch hier werdet ihr von der Story hingebracht. In dieses Lager hinein auf alle Fälle. Das solltet ihr dementsprechend auch nicht verpasst haben. Aber wie gesagt, so ein kleines Schild muss er mir auffallen. So, dann haben wir hier eine Elch-Lounge. Und auch dort gibt es einen weiteren Tourismus-Hinweis für euch. Und zwar, wenn ihr hier reinkommt, dann einmal gleich hier linke Hand auf dem Tisch. So, jetzt befinden wir uns ganz nördlich von unserem Hauptlager, genau oben drüber. Auch dort gibt es wieder eine Hinweistafel, aber das ist nicht alles, denn direkt neben der Hinweistafel geht es gleich wieder in eine Hordenhöhle hinein. Und deswegen, Hordenhöhle, ihr wisst, zu welcher Tageszeit ihr da am besten hin solltet, genau dann, wenn die Horde draußen ist. Tagsüber mag es da drin vielleicht nicht ganz so gemütlich sein. Nochmal kurz hier rum, dann hier die Treppe runter. Und dann rein in die Bude. Was meinte Iron Mike nochmal? Und nein, ich habe die Horde noch nicht ausgerottet, weil er gerade ein Ohr rumlag. Die waren halt zum Glück wirklich nicht zu Hause. Ich nehme hier momentan, glaube ich, sogar den falschen Weg. Ich glaube, wäre hier an der Stelle links gegangen, wäre es schneller gewesen. Ich habe mich für den rechten Tunnel entschieden, denn beide führen zum Ziel. Ich bin mir ziemlich sicher, nachdem wie das dann hier aussieht, wenn wir gleich das Objekt aufnehmen. Aber da auf dem Fass Nero Intel Nummer 24. Was ist hier passiert? So, jetzt befinden wir uns wieder südlich vom Lager. Jetzt versuchen wir unten die Südseite irgendwie abzuklappern. So, einmal im Kreis geschaut, damit ihr genau seht, welches Haus gemeint ist. Und dann marschiert er hier einmal geradeaus rein. Und dann hier um das Klavier drumherum. Da Richtung Billardtisch und neben dem Flipper, dort an der Wand, Tourismus Nummer 26. So, jetzt nochmal ein kleines bisschen weiter südlich. Hier am See gibt es nochmal ein Hinweisschild. Wie gesagt, der Vollständigkeit halber halt einfach mit drin. So, einmal gelesen und einmal fertig, das Mondland. So, hier habt ihr jetzt Nero-Stützpunkt. Wie der geht, habe ich in meinem anderen Video alle Powerkräfte erklärt, wie ihr da vernünftig reinkommt oder so. Hier nur nochmal kurz der Blick darauf, wie man da hinläuft. Ne? Hier neben uns ist der Nero-Stützpunkt, da macht er dann halt Sprit rein, Sicherung rein und dann den Schalter drücken. Am besten noch die Lautsprecher vorher ausschalten natürlich und dann gibt es in der Bude drin Nero Intel Nummer 18 für euch. Endlich. Okay. Welche da liegt, wo, an einem Kreis drehen. Hallo Nero Intel. Ach, da ist er. Noch so ein Mikrorekorder. Was hier wohl passiert ist? Wunderbar, 27 von 35 geschafft. Weiter geht es hier zum nächsten Nero-Lager.
Das Lager solltet ihr auf alle Fälle mit Vorsicht genießen, sage ich euch, denn direkt daneben wohnt eine Horde. Und dementsprechend achtet darauf, dass ihr wirklich alle Lautsprecher ausschaltet. Falls nein, dann guckt einfach in mein Nero-Lager-Video, sprich in mein Power-Upgrade-Video. Da habe ich die komplette Erklärung, wie ihr das Camp am besten meistert. So, das nächste, was ihr meistern müsst, hierfür braucht ihr Motor-Upgrade 2 Minimum. Mit 1 habe ich es probiert, es ist sich nicht wirklich ausgegangen, denn also Lachgas brauchen wir plus Motor 2 und dann hier diesen Sprung machen. Mit Motor Upgrade 1, wie gesagt, habe ich den Sprung leider nicht geschafft. Das hat mir immer so ein, ja, genau so ein Fitzig gefehlt. Ne? So eins, wo man sich ärgert und sagt, Mensch, scheiße, es muss doch gehen. Nach dem dritten Versuch und dem dritten Mal den Bike kaputt, dachte ich mir, ach, leck mich am Arsch. Und habe mir das Upgrade gekauft und dann war der Sprung easy peasy. So, das war nochmal hier so ganz kurz, dass ihr gesehen habt, hier halt, ne, wie der Sprung da geht. Ja, man hat ja sogar den Stein gesehen, wo der Absprung ist oder der Felsen, wie immer man das nennen möchte. So, Hinweis Nummer 42 und hier jetzt auch ganz, ganz wichtig, hier kommt ihr von der Story her hin. Das bedeutet, wenn ihr hier gleich zum Anfang hinmarschiert und denkt, ey geil, ich weiß, da liegt eine Nero-Intel, da kommt ihr nicht rein. Da kommt ihr nicht rein. Erst wenn die Story euch in diese Höhle, ihr seht das jetzt gleich natürlich, Nero-Intel 32, das ist direkt daneben. Ich habe immer die Map eingeblendet, falls man im Video hin und her springt über die unten angegebene Timeline, deswegen auch die Map nochmal. Und dort kommt ihr nur rein, nachdem halt die Story weit genug war. In der Story kriegt ihr hier in die Höhle rein, deswegen würde ich das Ding jetzt gar nicht großartig aufsammeln, sondern dann... Entschuldigung, mein Hals ist immer noch nicht so, wie er sein sollte. Ich überlege gerade, ob ich das überhaupt im Storyverlauf aufsammeln konnte oder ob ich... Ach, ja genau, ich glaube, wir werden vor die Story endet, wenn wir wieder rauskriechen und dann kann man gleich umdrehen, direkt wieder reingehen und dann Intel 32 holen. So, gerade war ich richtig froh, dass mein Mikrofon einen Mute-Schalter hat. Ein Hustenanfall holt den anderen gerade ein. So, weiter. Wir haben es ja fast geschafft. Hinweis Nummer 26 hier neben der Tankmöglichkeit. Dort einmal hier wieder so ein kleiner Gedenkstein oder Hinweisstein. Ich würde das ja schon beinahe eigentlich eher als Tourismusobjekte bezeichnen. Und dann nochmal ein kleines bisschen weiter ruhig nach Osten rüber. Also kann man fast zu Fuß hinrennen. Gibt es die nächste Hinweistafel. Und damit sind wir hier bei Nero Intel Nr. 33, also Nero Information Nr. 33. Ich bin halt so tippfaul und deswegen Intel 33, das reicht vollkommen aus. Und dann hier oben einmal neben der Höhle auf der Kiste gibt es die Informationen. Und damit haben wir hier das vorletzte Sammelobjekt. Es werden trotzdem jetzt noch 2 kommen, wundert euch nicht. Jetzt kommt erstmal 35 von 35 und das ist dann hier auch nochmal um die Ecke, also da ganz oben am Waldrand. Hier haben wir dann nochmal Tourismus Nr. 13. Und anschließend zeige ich euch nochmal sicherheitshalber Charakter Nummer 10, aber ich bin mir zu 99,9% sicher, dass das Item war, was die Quest abgeschlossen hat, sprich Story-related, könnt ihr nicht verpassen. Ich habe es mit drin. Bei der Tourismusinformation hatte ich leider ja das Videomaterial weggeworfen, die man auch im Storyverlauf einsammelt, aber hier, das hier sollte Charakterinformation 10 sein von Lisa und zwar im Storyverlauf, bin ich mir zuwider. Ziemlich sicher. Das war's, wir sind durch. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, genau richtig. Denkt an den Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Wenn noch nicht geschehen, dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.